Willkommen zurück zu Ni No Kuni 2. Nun wollen wir immer noch Minneapolis kräftig aufbauen, nachdem wir nun so viele Verbündete gewonnen haben. Nun, um uns die Sache ein bisschen zu erleichtern, sollten wir vielleicht erstmal die Victory umbauen, denn mit diesem Teil kommen wir sicherlich sehr viel schneller voran und können dadurch auch einige Quests schneller erfüllen. Insofern sehen wir uns das Ding doch mal genauer an. Oh je. Alrighty. Gut, dann fange ich gleich mal an. Du kannst verbessern, was du willst, aber lass doch wenigstens das Gesicht. What's the big idea? Kommt nicht in Frage. Es ist aber halt auch echt potthässlich. Und weg damit. Versuchen wir es halt damit. Und das kommt dorthin. Na, wie sieht's jetzt aus? So perfekt, wenn ich das so sagen darf. Jetzt braucht es nicht mal mehr was Treibstoff. Meine schöne Victory. Jetzt etwas schnell schon wieder. Oh, sieht doch gut aus. Also bitte. Nun, ich gebe mich geschlagen. Schließlich wollte ich euch ein Geschenk machen. Die Victory von Vector halten. Sehr schön. Jawohl. Fortbewegung per Luftschiff. Drücke auf offenem Gelände Y, um die Victory herbeizurufen. Das geht natürlich nur, wo das Luftschiff genügend Platz zum Landen hat. Mit der Victory werden bis jetzt unerreichbare, weit entfernte und sogar sehr hochgelegene Orte ansteuerbar. Das denke ich mir doch. Drücke im Flug A, um zur Landung anzusetzen. Wähle dann ein Areal frei von Hindernissen und lande das Luftschiff mit A. Ah ja, Evan, ich hatte deine klitzekleine Bitte. Gerne, was kann ich für dich tun? Nun, ehrlich gesagt, da ich euch mein Schiff gegeben habe, komme ich allein nicht wieder zurück. Wie wär's mit einer kleinen Testfahrt nach Mechbaum? Ihr könnt mich irgendwo in der Nähe absetzen. Bitte. Ja, dem Wunsch können wir ihm natürlich gewähren. Na gut, okay, von mir aus. Hui. Wie schnell ist es denn eigentlich? Ach so, hier ist der Turboantrieb. Ah. Oh doch, damit geht das doch ganz schön schnell, würde ich sagen. Venny wie die Victory, ja. Wohl ein passender Titel. Hui. Oh, da sind wir ja schon. Krass. Moment. Ist der Turboantrieb? Meine Güte. Das Ding ist ganz schön schnell. Hua. Ach so, wenn man A drückt, dann kommt man automatisch in eine Art Landemodus. Das ist natürlich ganz gut. Ich dachte, man landet direkt. Aber so ist es etwas besser. Thanks. Herzlichen Dank, meine Lieben. So reißt es sich bequem und schnell, nicht wahr? Bitte kümmert euch gut um sie. Nun gut, das wäre geschafft. Ab nach Hause. Ach übrigens, was solltest du eigentlich sagen, Cecilius? Vector ist dir ziemlich abrupt ins Wort gefallen. Du wolltest uns irgendwas mitteilen. Yes. Lass uns darüber reden, wenn wir zurück im Schloss sind. Macht er sich schon wieder verdächtig? Meine Güte. Ja, ich kann das jetzt wirklich jederzeit rufen, das ist ja super. Naja, und das fliegt quasi auch erstmal immer automatisch. Ne, man muss denn... Ah, nee. Man muss schon in die Richtung ein bisschen lenken. Aber, Moment. Es gibt hier doch noch so viel theoretisch. Ne? Wir haben jetzt hier dieses riesige Eisland. Was ist eigentlich da... Was? Was ist das denn? Ist interessant. Auch wie eine Art riesiges Schiff, was hier irgendwie abgestürzt ist oder was? Was hat's denn damit auf sich? Ui, interessant. Das könnte man sich natürlich auch mal näher ansehen. Da drüben ist so ein großer Krater. Und dann haben wir natürlich da unten auch noch ein richtiges Wüstengebiet. Ja, und auch sonst. Ich meine, wir kommen jetzt an ganz neue Orte. Das sollte man sich schon genauer ansehen. Interessant ist das Ganze auf jeden Fall. Aber das da oben, das finde ich gerade wirklich spannend. Was ist denn das jetzt? Was um alles in der Welt? Das ist ja mal was ganz Neues hier. Na, ja, wie so ein riesiges Schiff, krass. Oder vielleicht sogar wirklich ein... Ja, doch, ist eine Art Schlachtschiff, ja.
WTF, sieht fast aus wie irgendwas, was aus dem All hier gelandet ist. Okay, alles klar. Kein Kommentar dazu. Das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Was haben wir denn hier? Einen ruinösen Mehrteiler. Und da kann man auch nicht irgendwie rein, oder? So auffällig. Das Ding wirkt wirklich, als würde es absolut nicht hierher gehören. Naja, irgendwann wird es uns bestimmt auch mal hierher verschlagen. Schätze ich mal. Ich meine, jetzt können wir ja wirklich überall hinreisen, aber das finde ich gerade einfach nur wahnsinnig interessant. Ist natürlich was, was einen sofort ins Auge sticht. Ja, und wir kriegen hier noch ein paar ungewöhnliche Zutaten, wovon wir bisher noch gar nichts haben. Sicherlich auch nicht unbedingt verkehrt, hier alles einzusammeln. Aber auch keine Monster weit und breit, was mich jetzt auch wundert. Da unten ist noch eine Schatzkiste, ist gut versteckt, okay. Die kralle ich mir, glaube ich, doch da drüben. Wenn wir wissen, wie hier das Gegnerniveau so ist. Ich wette, das ist verdammt hoch. Oder? Oh ja, Level 62. Sollte ich mich also noch nicht unbedingt rumtreiben, aber vielleicht kriege ich deswegen ja auch ganz gute Sachen hier. Hier zum Beispiel kriegen wir eine Götterträne. Sehr schön. Aber fliegen wir lieber mal weiter. Gibt es eigentlich auch Luftgegner? Ist auch eine interessante Frage. Was befindet sich in diesem Krater? Es gibt hier sogar einen Reisepunkt. Ich kann den ja mal aktivieren. Der Vollmondkrater. Aha. Und hier gibt es sonst gar nichts? Das wundert mich gerade auch schon wieder. Wie gesagt, alles Locations, die ich doch sehr interessant finde. Wo ich mir doch ziemlich sicher bin, dass da noch irgendwas mal kommen könnte. Kann man da nicht vielleicht sogar mit einem Luftschiff irgendwie rein? Weil da oben war ja so eine Art Leerraum hier. Aber anscheinend geht das auch nicht, ne. Na gut, okay. Dann haben wir hier eigentlich erstmal nichts zu suchen. Wir sollten erstmal gucken, dass wir jetzt wirklich Leute wieder rekrutieren. So, da habe ich doch auf jeden Fall das hier, genau, der Logistikroboter. Der muss noch gesucht werden. So, mit diesem Turboantrieb geht das ja mordsmäßig schnell. Das ist ja das Geniale daran. Und so können wir den auch super schnell finden, ne? Es ist wirklich angenehm, dass es derart schnell ist. Das finde ich schon ziemlich super. Und ganz automatisch gewinnt er hier auch immer an Höhe. Sehr angenehm, das Teil. Also gut, wir müssen gleich da sein, oder? Wo hält sich der Logistikroboter auf? Da drüben. Das ist das Ziel. Sehr gut. Na dann. Also, was ist dein Problem, lieber Logistikroboter? Dann schieß mal los. Hallo, hallo, du da. Hilfe, Hilfe, die Lieferung ist in Gefahr. Meine Liefereinheit wurde von Banditen umsingelt und sind vom Weg abgekommen. Unser Zeitplan ist völlig durcheinander gekommen. So werden wir es nie nach Mechbaum schaffen. Könntest du uns vielleicht begleiten und vor den Banditen beschützen? Deshalb ist die Lieferung also nicht angekommen. Keine Sorge, ich weiß, wie man mit Banditen umgeht. Vielen Dank, bitte mach dich bereit. Ach so, ist mal wieder sowas. Ja, von mir aus, okay. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen auf jeden Fall Leute rekrutieren, das ist immer noch sehr, sehr wichtig. Ich will das Königreich auf Stufe 3 bringen, bevor ich weitermache mit der Story. Das ist erstmal so mein Ziel. Und ich denke, das ist auch durchaus realistisch. So, wir selber haben ja eigentlich ordentlich Mittel und so weiter. Sollten aber mal ein paar Leute vielleicht austauschen. Mal gucken, ich habe doch wieder so viel neues Zeugs. Oh ja, Schwarzmagie-Kompanie. Erhöht den ausgeteilten Schaden gegen Kanonen. Hui. Allgemein gar nicht so verkehrt, glaube ich. So. Da finde ich das mit der Wiederbelebung halt nicht schlecht, aber mal gucken. Was haben wir hier? Erhöht den ausgeteilten Fernkampfschaden aller Einheiten.
Feinde werden in die Falle gelockt und vergiftet, also auch sowas, okay. Kokosnussbrüder. Angriffstempo aller Bogeneinheiten. Naja, wir können uns ja mal auf die Art und Weise vorbereiten. Wenn ich mir die beiden quasi hole, ist das natürlich schon mal eine sehr große Synergie dahinter. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Oder nimmt man dann sogar mal drei Fernkampfeinheiten, ich meine. Wir haben jetzt hier anscheinend wirklich nicht so viele problematische Leute. Ah ja, die Karte einsehen, genau. Nö, wir haben maximal noch Schwerttypen und das war's dann auch schon. Deswegen sind wir da eigentlich sehr, sehr gut mit dabei. Ja, das machen wir mal so. Mal ein ganz neues Team ausprobieren. Ah ja, und das sind ja sogar noch Leute, die wir unterstützen. Zwei Liefereinheiten, alles klar. Gut, gut. We will win this. We have to. So, zu den Waffen. Bin ja mal sehr gespannt, wie sie sich so schlagen werden. Moment. Ach so, war es genau, richtig. Schon wieder eine Weile her mittlerweile. Ah, doch, jetzt haben die doch solche Hammertypen. Aber ich glaube, die Synergie zwischen unseren Bogeneinheiten ist wirklich nicht schlecht. Wenn ich mir das so angucke, die haben ja hier nicht wirklich eine Chance, obwohl wir eigentlich im Nachteil sein sollten gegen Hammertypen. Oh, die bewegen sich auch schon weiter wieder. Boah, es geht doch eigentlich ganz gut. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir ein bisschen selber am Vorstürmen sind. Achso, das ging ja wahnsinnig schnell. Na, was ist jetzt los? Wer ihr seid, was das Sachen geben, geben Sachen sofort. Um die kümmern wir uns schon. Moment. Unsere eigenen Türme sind das jetzt. So. Nee, wir sollten uns erstmal auf die hier konzentrieren. Na, die haben noch einiges auf dem Kasten. Muss man mal sagen. Sehr gut, okay. Wunderbar. Warum zum Geier sind die anderen jetzt schon wieder am Vorstürmen? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh nein, was machen die denn? Muss leider gerade erstmal nachfüllen. Diese Kanonen gefallen mir gerade ganz und gar nicht. Na kommt schon, na kommt. Kriegen wir doch alles hin, oder? Wenn die nicht so extrem vorstürmen würden, was sind denn das für Roboter? Erst wollen sie, dass wir sie beschützen, dann sowas. Okay, wenn ihr nicht weitermarschieren wollt, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber ihr macht ja trotzdem weiter. Meine Güte. Oh, sind die gerade irgendwie auch motiviert? Das ist nicht so gut. Ja, natürlich sind die mal wieder voll und ganz dran. Ich würde eigentlich nur mal ganz gerne da drüben alles selber aufbauen und so weiter. Ihr könntet euch ruhig mal selber ein bisschen wehren. Das ist nämlich nicht gerade gesund, was hier abgeht. Ja, ich denke, mit Kanonen und so kriegen wir es schon hin. So, jetzt aber. Nutzt mal eure Einsatzmittel gar. Meine Güte. Ist ja furchtbar. Ja, der Rest muss nicht unbedingt uns gehören. So, Liefereinheit hat Ziel erreicht. Sehr schön. Beide sind sicher am Ziel angekommen. You went wrong there. Also alles richtig gemacht. Wunderbar. We won! Hooray! Aber das war erst Nummer 1. Jetzt müssen wir noch nach Hafenna zur nächsten. Naja gut, schon ein bisschen zeitintensiver als ich dachte, das Ganze. Für eine Einheit.
Danke, dass du unsere Liefereinheit beschützt hast. Gern geschehen, ich bin froh, dass ich euch und Paul helfen konnte. Wir dachten, das wäre die kürzeste Route, doch wir haben nicht damit gerechnet, dass es auch die gefährlichste ist. Wir sollten uns jetzt schleunig auf den Weg machen. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Komm doch mal in Mechbaum vorbei. Paul hat sicherlich eine Belohnung für dich. Das werde ich machen, passt auf euch auf. Na? Ach so, nee, wir können doch direkt hin. Wahrscheinlich müssen sie sich mit der anderen treffen oder so. Das war wahrscheinlich das. Bevor ich jetzt das mache, wobei... Naja, das kann man auch direkt machen. Das stimmt eigentlich. Geben wir es ab. Sollte echt schnell gehen. Wir haben ja noch eine andere Mission. Wir können auch noch andere annehmen, etc. Und wie ich schon mal meinte, vor allem der Auftragsexpress interessiert mich. Und hier haben wir zum Beispiel satte 3 Quests, die wir annehmen können. Das sollten wir echt mal machen. Erwin... Petty Viscas Tibatong, soll ich euch die Stadt zeigen? Gosh. Boah, das ging ja gründlich daneben. Ich heiße Evan Petty Viscar Tom. Hm. Vielleicht hat er einen kurzen? Entschuldige mal, Susan Backdoor. An mir ist gar nichts kurz. What the? Ich heiße Susie Blackburn und du hast echt ein paar Schrauben locker. Keiner mag mich. Immer sagen alle Schrottkübel zu mir. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Dabei sind nur meine Bauteile etwas veraltet. Wenn ich endlich ein Upgrade bekomme, werden alle nett zu mir sein. Wenn du mir mit meinem Upgrade hilfst, verzeih ich dir auch, dass du Schrottkübel zu mir gesagt hast. Wow. Ganz schön dreist, Sven-Roboter. Jeder Roboter hat einen Traum. Und das ist der LOL 9000+. Was für ein Name. Wirklich, okay. Der neueste, schnellste Prozessor in ganz Mechbaum. Wenn ich so einen hätte. Und wo gibt's diesen Prozessor? Sowas kann man nicht einfach kaufen. Der Megapatriot in der Fabrik ist der einzige Roboter mit einem LOL 9000+, den ich kenne. Der Snob. Einfach noch so eine Beleidigung hinterher, der Snob. Moment mal, heißt das, wir sollen den Prozessor stehlen? Wir können noch einen beantragen, aber das wird Monate dauern. Am schnellsten geht das tatsächlich, wenn wir uns in der Fabrik einen borgen. Hervorragend, dann sind wir uns ja einig. Na los, worauf wartet ihr denn noch, ihr Trantüten? Der erinnert mich so ganz dezent an GLaDOS aus Portal. Einfach nur mit diesen Nebenbemerkungen und so, das ist ganz witzig. Es freut mich schon, ich freue mich schon darauf, diesen Schrottkübel seinen alten Prozessor rauszureißen. Vielen Dank im Voraus. Ach, man kriegt Rob sogar. Das ist ja echt witzig. Dass auch noch Rob heißt, wirklich. Die nächste Anspielung, vielleicht. Sorgt mit Technikverständnis für zusätzliche Expertise an technischen Instituten. Besiege den Megapatrioten. Was für ein Name noch dazu, aber nun gut. Warum eigentlich nicht? Gibt mal wieder was zu tun? Ah, bin ich gerade... Du bist das, ne? Ja. Du hast einen Auftrag. Yo! Oh, der Wonderboy, der Mechbaum gerettet hat. Hast du einen Augenblick Zeit, please? Oh! Was gibt's denn? Oh no, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Chuck, der beste Abrakalytiker des Landes. Hm? Abra was? Hm. Abrakalytiker, ein Spezialist für die Gewinnung von Abrakanit. Abrakanit ist wie eine very temperamentvolle Lady. Ort, Zeit, Wetter, wenn bei der Ausgrabung nicht alles optimal ist, kann es eine Katastrophe geben. Hm. Das klingt sehr interessant. Anyway, meine Memorack mit Abrakanit-Daten wurde von einem gefährlichen Monster gestohlen. Oh nein, das heißt, dass du zurzeit gar nicht vernünftig arbeiten kannst. Exactly, ich brauche einen Kampfspezialist mit viel Power, um mein Memorack zurückzuholen. Ich habe auch eine Belohnung, of course, nämlich mich selbst. It's me! Du bist die Belohnung. Yes, ich bin eine Bereicherung für jedes Königreich. Ich bin very, very good mit Erz und Metall, nicht nur mit Abrakanit. Mm. Oh, wir könnten tatsächlich jemanden brauchen, der sich mit Erzen auskennt. Einverstanden, ich hol dir deinen Memorack zurück, Check. Nice, das Memorack wurde mir in der Nähe der Winkelgrotte geklaut. Go, go, Wonderboy. Meine Güte. Auch wieder ein merkwürdiger Typ. Und der hilft uns bei den Bergarbeitern, na sowas. Alles klar. Dann gibt es hier noch... was? Nanu?
Hey, ist da jemand? Ist jemand da? Was ist denn hier los? Was ist los? Eine Stimme. Endlich. Hilf mir bitte. Hilf mir hier raus. Was geht denn hier ab? Wer bist du und was passiert da drin? Ich bin Owen. Ich bin Wachmann zur Sicherung dieser Einrichtung. Auf meiner Patrouille kam es plötzlich zu einer Systemabschaltung. Die Zimmertüren ließen sich nicht mehr öffnen und ich war hier gefangen. Ich habe echt alles versucht, um selbst hier rauszukommen, aber... Wow. Sinnlos. Die Tür besteht aus einer speziellen Metallverbindung. Mit roher Gewalt macht man da nicht mal einen Kratzer rein. Das stimmt. Ich schreie mir hier die Seele aus dem Leib, aber niemand hört mich. Ich weiß weder aus noch ein. Keine schöne Situation. Überlass das mal uns. Wir helfen dir so schnell wie möglich. Ja, vielen Dank. Sehr freundlich. Wenn die Systemabschaltung die Ursache ist, dann sollte sich die Tür mit einem Systemneustart doch öffnen lassen, oder? Richtig, geht ins Forschungslabor, hinten in der Fabrik. Mit dem Computer dort müsste der Systemneustart durchzuführen sein. Aha. Auf dem Weg zum Labor wird es aber vor Sicherheitsrobotern wimmeln. Da kommt man nicht so einfach hin. Ich verstehe, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht von den Robotern entdeckt werden. Mir ist jede Methode recht, Hauptsache ihr holt mich heraus. Ich werde euch ewig verbunden sein, wenn ihr mir helft. Owen, wir gehen jetzt zum Forschungslabor. Warte hier. Jawohl, ich werde so lange hier drin für Sicherheit sorgen. Ich warte auf eure Rückkehr. Owen. Zusätzliche Expertise in den Trainingszentren. Geheimpolizei, hä? Ein Schild habe ich noch nie gesehen. Das ist irgendwas Neues. Neue Einheitentyp, interessant. Oh. Das macht mich doch direkt neugierig. Warte, war der Auftragsexpress jetzt auf dieser Ebene? Ja, war er tatsächlich. Dann sollte ich erstmal dort entlang gehen, bevor ich jetzt der anderen Quest nochmal nachgehe. Auch hier haben wir natürlich eine Quest direkt davor. Du hier, du siehst ja witzig aus. Arbeitsloser Gärtner. Tja, nun stehe ich schon blöd da, den ganzen Weg umsonst gekommen. Was ist denn passiert? Ich bin Gärtner aus Katzbuckel und wollte hier in Mechbaum eine neue Arbeit suchen. Aber in diesem Land dreht sich alles nur um Maschinen und davon habe ich keine Ahnung. Ich hatte einige Vorstellungsgespräche, bin aber überall durchgerasselt. Das ist aber schade. Ich meine, ich wusste natürlich, dass Mechbaum das Land der Maschinen ist. Ein Ingenieur oder Mechaniker würde sich hier viel leichter tun als ein Gärtner. Aber ich bin davon überzeugt, dass meine Fähigkeiten in diesem Land von Nutzen sein können. Ich meine, sieh dich nur mal um. Diese Bäume am Straßenrand zum Beispiel. Was ist mit denen? Na, die sind völlig überdüngt. Man kann einer Pflanze auch zu viele Nährstoffe geben, weißt du? Als Gärtner sehe ich das auf den ersten Blick, dass diesen Bäumen nicht gut geht. Im Mechbaum kennt sich doch niemand wirklich mit Pflanzen aus. Deshalb bin ich sicher, dass es hier einen Platz für mich gäbe. Die Leute wissen es nur noch nicht. Wenn ich es ihnen nur demonstrieren könnte, falls du jemanden triffst, der Probleme mit seinen Pflanzen hat, würdest du mir Bescheid geben? Alles klar, kein Problem. Vielen Dank, ich schuld dir was. Nun gut. Ja, müssen wir nochmal gucken. Später oder so. So, der Auftragsexpress. Das ist mir erstmal mit am wichtigsten. Schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen was direkt erledigen können. Okay, Moment. Das sollte noch möglich sein. Und das hier auch. Ah, so viel gibt's diesmal gar nicht. Aber ich dürfte noch ein paar Punkte übrig haben. Ja, 91 Stück. Dann geben wir noch direkt mal ein bisschen was ab. Erstmal ein Eisenschwert. Bitteschön. So, 5 Brocken Silbererz. Kein Thema. Widerstandsfähiges Tuch. Und auch Traumkohle und was weiß ich alles. Kupferwolle. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ist jetzt eigentlich auch egal. Das ist eh schon zu schwach. Machen wir einfach kräftig weiter. Und dann können wir mich ganz viele Leute wahrscheinlich anwerben, je nachdem wie viele hier vor Ort sind. Weiß ich nicht. Und schlussendlich noch das hier, so. Das hätten wir. Dann erstatten wir mal... Ach nee, Quatsch. Dann müssen wir Münzen tauschen. Ich hätte gerne neue Talente. Echt nur eines? Oh, das ist ja ein wenig enttäuschend fast schon. Aber es ist ja ein Knuffi-Verständnis. Das ist interessant. Da habe ich nämlich ansonsten, glaube ich, sowieso nur eine einzige Einheit quasi mit Expertise in dem Gebiet. Gibt es eigentlich inzwischen auch neue Gegenstände? Finde ich nämlich auch interessant. Könnte sogar sein. Auf jeden Fall hat er sehr seltene Dinge auch mit dabei.
Gefällt mir. Finde ich doch ganz gut so. Ja, theoretisch für bestimmte Aufträge könnte man sich doch echt einfach mal hier eindecken. Das ist eigentlich wirklich nicht so verkehrt, wenn ich mir das so ansehe. Der hat hier doch ganz gute Kurse, muss man mal sagen. So, jetzt aber gehen wir mal nach oben. Eine Etage weiter. Ach so, jetzt habe ich das andere schon angewählt gehabt. Weil wir müssen für Jack natürlich auch noch das Ganze abgeben, ist ja klar. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ach so, das ist, glaube ich, einfach nur nochmal ein anderer Etagenwechsel. Egal. So, erstmal Ebene 1. Dann geben wir doch mal erstmal die eine Quest ab vielleicht. Der Jack war ja da drüben, das weiß ich noch. Das habe ich noch im Kopf, das müsstest du sein, oder? Hi. Da bist du ja wieder, der Logistikroboter hat mir alles erzählt, wir stehen tief in deiner Schuld. Cool zu hören, dass die Lieferung mittlerweile angekommen ist, jetzt kannst du endlich mit deiner Arbeit fortfahren. Even war dein Name, ich bin schwer beeindruckt, dass du, ein König eines fernen Landes, uns geholfen hast. Ich möchte dir gerne etwas zum Dank geben, aber ich muss hier noch kurz etwas fertig machen. Hast du noch einen Augenblick? Ich bin gleich wieder bei dir. Nur keine Umstände, Paul. So, ein neues Talent. So, da bin ich wieder. Jetzt ist endlich alles erledigt. Ach ja, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Paul, Außenhandelskaufmann. Ich interessiere mich für Waren, die außerhalb Mechbaums hergestellt werden. Ehrlich gesagt denke ich zurzeit über eine Art Auslandsstudium nach. Hey, wie wäre das? Ich komme in dein Königreich und arbeite eine Zeit lang für dich. Auf diese Weise kann ich dir einen Gefallen tun, als Dank für deine Hilfe und selbst noch was dabei lernen. Das ist eine tolle Idee. Danke sehr, Paul. Sehr schön. Mehr Materialien auf Basaren. Sicherlich nicht verkehrt. So, okay. Eine Sache gibt es dann noch. Wir sollten vielleicht erstmal direkt dieses neue Talent anwerben, oder? Ich denke, das wäre erstmal interessanter. Moment. Hier. Weil das geht ja immer sofort mit dem Auftragsexpress-Zeugs. Hat man da relativ wenig Umstände. Dann kann ich hier nicht direkt die Ebene wechseln. Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal gelöst, muss ich sagen. Man kann anscheinend direkt in diese tieferen Bereiche rein. Also dieses, was jetzt wie ein Dungeon war quasi, aber hier direkt mal ein Stockwerk auswählen geht leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man auch ein bisschen umgestalten können. So, hier hat er ein Goofy-Herz, also wird es wahrscheinlich Ebene 2 sein. Im Park, oder nicht? Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass er dann dementsprechend sich vielleicht im Park aufhalten würde. Wenn dem nicht so ist, dann ist Ebene 0 natürlich noch am nächsten dran. Ah ja, und wir müssen dann hier nach oben. Sieh mal einer an. Als hätte ich doch vorhin da abbiegen können. Egal. Hier gibt es sogar noch einen weiteren Auftrag, den können wir auch gleich noch annehmen. Hey there. Oh, hallo Ivan, nicht wahr? Ich habe schon viel von dir gehört. Ich bin Nicole, ich bin in der Umweltforschung tätig. Bei meinen Forschungen habe ich eine Art Feenwesen entdeckt, das ich gerne weiter erforschen möchte. Es scheint eine Art Naturgeist zu sein. Ich habe mich gefragt, ob es helfen könnte, die zerstörte Natur Mechandriens wiederherzustellen. Um das herauszufinden, muss ich dringend mehr darüber erfahren. Ich habe gehört, dass es in einem Königreich viele von diesen Wesen geben soll. Dürfte ich vielleicht dorthin, um meine Forschungen zu vertiefen? Wirklich? Ich darf nach Minneapolis ziehen? Danke für diese Gelegenheit. Ja, das geht dann mal ganz schnell, das ist super. Die Umweltforschung in Mechbaum wird auch ohne mich weitergehen. Ich habe schließlich erstklassige Helfer, die mich gut ersetzen werden. Ich freue mich schon auf die neue Umgebung. Sehr schön. Ich glaube, zum Abschluss des Tages können wir heute doch nochmal ins MechBook reingucken, oder? Da haben wir ja doch sehr, sehr viel noch drinstehen. Aber was befindet sich hier? Hi. Warum muss es auch ausgerechnet ein Knuffi sein? Hätte es ein Hase oder Hamster nicht auch getan? Entschuldigung, habe ich das richtig gehört? Du suchst einen Knuffi? Wozu denn? Ach, hallo, Kleiner. Ich suche einen Knuffi für meine kleine Schwester. Deine kleine Schwester? Meine Schwester war immer schon kränklich, aber zurzeit geht es ihr besonders schlecht. Sie kann nicht einmal mehr das Haus verlassen. Da ist sie sehr niedergeschlagen. Ich versuche wirklich alles, um sie ein bisschen aufzumuntern. Neulich habe ich ein Bilderbuch gekauft, in dem es um Knuffis geht. Und jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, dass sie unbedingt einen Knuffi treffen will. Aber ich kann keine Knuffis sehen. Ich weiß ja nicht mal, ob es die wirklich gibt.
Ach, als weiter nichts ist, ich kann mit ein paar Knuffis zu euch vorbeikommen. Wirklich, kannst du Knuffis sehen? Was für ein Glück, du bist meine Rettung. In dem Buch geht es um einen Knuffi, der sich mit einer Meerjungfrau anfreundet und ausgerechnet, den will meine Schwester treffen. Alles klar, wenn ich ihn gefunden habe, werden wir deiner Schwester einen Besuch abstatten. Okay, kriegen wir eine weitere Partitur. Na gut, wie auch immer. Das hätten wir jedenfalls auch erledigt. Wir gehen mal kurz zurück nach Minneapolis. Mittlerweile sieht es da mit den Steuern auch schon ziemlich gut aus. Wir kriegen eine ganze Menge Geld mittlerweile. In kurzer Zeit schon. Wir haben natürlich auch wieder abgeschlossene Forschungen. Oh ja, wenn ich bedenke, ich habe extra noch vor dem Part alles eingesammelt. Das heißt, mittlerweile schon im Durchschnitt nach einer halben Stunde fast die Kasse voll. Das ist ziemlich gut, würde ich mal sagen. Genau, jetzt haben wir 41 Personen schon, also 9 Stück noch. Und dann können wir die nächste Stufe wagen. Und das ist mir sehr wichtig. So, Accessoires 4 auch nicht schlecht, okay. Muss allerdings nochmal gucken und noch ein bisschen umverteilen und so. So, hier für die Knuffi-Küche natürlich. Knuffi-Kunde 4. Da kommst du auch direkt mit dazu. Das ist doch perfekt, würde ich mal sagen. Mann, Cecilius hat echt viele Talente, fällt mir mal auf. Wahnsinn. Der kann ja quasi alles richtig machen, unglaublich. Ah, Naturnähe braucht man noch, okay. Dann machen wir doch mal damit weiter. Knuffi-Küche, ein bisschen ausbauen, genau. Das ist alles schon auf Rang 3 soweit. Wir hatten auf jeden Fall, ach Moment, hier Trainingszentren, auch nicht schlecht. Mehr EP im Einsatz. Hatten wir nicht schon jemanden? Nee, kommt das noch, ne? Genau. Dann sollten wir vielleicht einfach mal erweitern noch hier. Teuer, aber ich denke mal, das lohnt sich. Ah ja. Sieht doch alles immer schöner aus hier. Alles verbessert sich. Mehr EP für Talente. Auch nicht schlecht. Einfach mal alles ausbauen. Und auch hier haben sie was erforscht. Was habt ihr denn Feines erforscht? Materialmanagement. Ach, stimmt ja, für die Kostenreduzierung. Das ist super. Okay, da haben wir nur 2 Talente leider. Wir forschen, nachdem wir erweitert haben. Wenn wir dann noch genug Geld haben, dann wird allmählich knapp, sehe ich gerade. Ja, doch alles mittlerweile ganz schön teuer geworden. Effizientes Forschen. Ah, Forschungskosten sinken um 20%. Also, wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, ich sollte auch offscreen noch ein bisschen was ausbauen und so. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Insofern, Leute. Genau, das Mechbogen noch. Ha, das wollte ich doch als Abschluss heute machen. Oh ja, da ist verdammt viel dazugekommen. Oh Gott. Ach du meine Güte. Sogar von hier aus. Es ist ja nicht mehr verboten, auf Dächer zu klettern und so. Deswegen habe ich das mal probiert. Aber so toll ist das gar nicht. Mir ist schwindelig geworden und ich wäre beinahe abgestürzt. Ja, seitdem haben wir nicht mehr nachgeguckt. Ein fliegendes Schiff. Ah, gegen den Kerl aus Kastenfloss komme ich nicht an. Meine Schiffe können noch so gut sein. Fliegen können sie nicht. Auf so eine Idee muss man überhaupt erstmal kommen. Hier in Minneapolis kann man jeden Tag was Neues lernen. Da wirkt der Fender fast provinziell dagegen. Ohne dein Wissen gäbe es dieses Schiff gar nicht. Hehe, Lob von höchster Stelle. Wer zuerst kommt. Meine nächste Überraschung wartet an diesen Ort auf euch. Wer findet sie als erstes? Viel Erfolg. Letztes Mal habe ich es versucht, war aber nichts. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Ort? Uiuiui. Und auch hier. Eben ist schon wieder ein Kollege aus den Latschen gekippt. Kein Wunder, wir haben ja schon seit einer Woche kaum mehr geschlafen. Ich hätte nicht besser doch unserem Chefingenieur anschließen sollen. Mir fehlt einfach der Mut, mich mit Vector anzulegen. Die Flora in Nürswald. Viele Pflanzen in Nürswald geben Licht ab. Man nimmt an, dass das mit bestimmten energetischen Bestandteilen der Erde dort zu tun hat. Einer Theorie zufolge ist es die gleiche Art Licht, die auch die Reisepunkte abgeben. Jedenfalls verleiht es dem finsteren Urwald eine mystische Atmosphäre. Ein echtes Wunder der Natur, diese Leuchtpflanzen. Leuchtende Pflanzen? Was es nicht alles gibt. Würde da ja gerne mal selber hingehen. Sicher gibt es dort noch viele unbekannte Spezies. Himmel aus Metall, Mechanik und Baum sind kein Mechduo für mich. Mechbaum ist aufregend, doch zu ruhelos für mich. Gibt es kein Land, das ich Heimat nennen kann. Koloss war hier. Ich wollte vorhin einem Demonstrationszug zusehen, doch dann ist plötzlich Koloss aufgetaucht. Ich wusste ja, dass er groß ist, aber gleich so groß. Hoffentlich wurde niemand zertrampelt. Gute Güte, das ist ja völlig entgangen. Koloss ist einfach der coolste Wächter, wo gibt. Wow. Oh Gott. Das ist dramatisch, dieser Kommentar. Zum Glück wurde niemand verletzt.
Robo. In Mechbaum gibt es überall Robos. Man weiß zwar nie, was sie denken, aber ich finde sie süß. Ob wir sowas in Minneapolis auch brauchen könnten? Die Entscheidung überlasse ich Evan. Der kommt ja schon bald, ne? Rob. Zauber der Antike. Wer hier interessiert sich noch für alte Ruinen? Man kann durch sie sehr viel über das Leben in früheren Zeiten herausfinden. Es gibt auf der Welt viele Schreine, wie den auf dem Bild, die leider zu verfallen für die Erforschung sind, wenn man nur die Zeit zurückdrehen könnte. Ach, ich verstehe. Dafür ist wahrscheinlich der Zauber alte Pracht in die No Kuni 2 gedacht, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ah, ja. Na, das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Es gibt doch einen... da sagt das schon. Den Zauber alte Pracht. Damit kann man die Ruine vielleicht reparieren. Das halte ich durchaus für möglich. Da wird es wirklich gleich angesprochen. Cool. Nur ich und der Sand. Eine Impression vom Sonnenuntergang in den Wüstengefilden. Während ich durch den endlosen Sand wartete, erweckte die nahende Dunkelheit ein Gefühl großer Trostlosigkeit in mir. Ich hoffe, ich konnte es mit dieser Zeichnung halbwegs einfangen. Auch wieder ein sehr schönes Bild. Wüsten haben einfach dieses... Was? Oh nein. Da bin ich jetzt überfordert mit der Aussprache in dem Fall wirklich. Nee, da kann ich nicht mithalten in dem Fall. Da bin ich mir gerade mega unsicher. Das würde super falsch klingen. Aber ihr könnt mich ja gerne darauf hinweisen, was korrekt wäre. Da bin ich gerade wirklich ein bisschen überfragt an der Stelle. Nee. Wunderschön. Die Wüste mal aus einer ganz neuen Perspektive. Ich würde auch gern so gut zeichnen können. Was ist mit den Miets passiert? Seit König Rato Leon den Thron bestiegen hat, sehe ich in der Stadt so gut wie keine Miets mehr. In den Läden, in denen ich schon seit Jahren einkaufe, begrüßen mich nur noch fremde Gesichter. Was geht hier vor? Okay. Das ist natürlich auch nicht gerade so schön. Ja, ich würde sagen, ab hier starten wir mal beim nächsten Mal rein. Gleich zu Beginn. Weil sonst wird das fast ein bisschen arg lange heute. Insofern natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.